Willkommen zurück zum Mitten im Kampf zu Divinity Originism mit dem Gnomenlied und mir. Mitten im... Alter, das war ein schöner Titel gerade. Mitten im Kampf, weißt du? Von wegen mitten im Leben oder so. Ja, daran habe ich auch gedacht. Hartz IV, YouTube. Oh ja. Aber man treffen die Flachpfeifen hier nicht. Okay, eventuell haben wir Dietmar doch nicht gemacht, weil solange wie der Kampf hier gerade geht, müsste man sich... Aber eigentlich meine ich nicht... Oder ich habe das mal privat gemacht und hab das schnell mal offscreen mal kurz probiert, was da rauskommt bei Dietmar. Das wäre ja nicht das erste Mal. Wieso Gewandtheit zurück gering? Was soll denn das hier heißen? Ich will jetzt verdammt nochmal. Ach. Wie viel Reichweite hat eine Entgiftung? Ah, nicht so weit. Was mache ich denn jetzt hier mit Beidotter? Das ist. Kann ich mit dir einfach aus dem Kampf raus? Sag mal, solltest du dich die Rüstung zuerst anlegen? Vielleicht ist dann die Gewandtheit hoch genug. Wieso rennst du denn jetzt 70 Meilen weg? Ja, was soll sie machen, bevor sie Schaden nimmt? Und ich hoffe ja, dass er irgendwann mal außerhalb des Kampfes ist und dann was anlegen kann. Wo ich nicht weiß, ob man aus dem Kampf überhaupt rausrennen kann. Ich glaube nicht, oder? Weil ich kann nichts anlegen, weil da steht, meine Gewandtheit ist niedlich, um überhaupt irgendwas zu machen. Er versucht gleich mal deine Rüstung zuerst anzulegen. Ich vermute auch, ich sehe es gerade. Ach, ich weiß jetzt, warum ich alles abgelegt habe. Ich bin dumm. Gewandtheit in dem Sinne, dass ich nicht genug um die anzulegen. Ach, du hast eins abgelegt und dafür alles andere damit, oder was? Na, ich habe einen Pfeil abgekriegt, der Gewandtheit minus 3 gemacht hat. Das habe ich bis eben doch nicht gerafft. Das Ziel außer Richtweite. Ich will doch nur ein Feuerelementar beschwören. Wollt ihr mich dann alle rollen? Na, das geht, oder was? Ups. Stolpern. Das ist übrigens eine... Was war das gleich nochmal? Körperstärkefähigkeit? Irgendwas, was ich eigentlich gar nicht können durfte. Gut gemacht. So, itzi bitzi. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass ich beide so weit weggeschickt habe. Ja. Ja, dann haben wir sie halt im Kampf. Ja, hochprofessionell. Nein, meine Spinne. Weißt du, was ich an dem Spiel toll finde? Dass es so für diese ganzen Elementar-Aktionen extra Sterbeanimationen gibt. Gut, ne? Das haben sie echt. Also, das zeugt von Professionalität. Ah, jetzt kann ich mich auf mein Dings wieder ausrüsten. Das kostet bloß Aktionspunkte, Sachen auszurüsten. Warum ist Beidot eigentlich so furchtbar dreckig, Alter? Die ist im Wald aufgewachsen. Außerdem ist das einzige ihrer Attribute. Stinkend oder so. Heißt das. Ernsthaft? Ja. Okay. Das hat ja auch minus 5 Sympathie oder irgendwie so ein Spaß. Was macht er denn jetzt? Luft. Ernsthaft? Was macht denn Luft eigentlich? Ach, das meine ich nicht. Ich würde mich Luft verwandeln können. Ich hoffe, Luft macht doch Feuer immun. Macht's nicht. Schade. da links liegt nur einer im Sand drin. Also, eventuell erstickt sie auch demnächst, aber. So, einmal schön rangedasht. Na, beide da. Ich hab wieder Aktionspunkte. Ernsthaft? Du glaubst jetzt nicht wirklich, dass der Pfeil trifft? Ja, ich wollte gar keinen Pfeil schießen, ich wollte eigentlich was ausrüsten. Du hast auch zum... Was machst? Burnout! Ich laufe jetzt wieder zurück. Oh, jetzt bin ich gegen den Popschütze gekommen. Selbst wenn ich den Pfeil hätte schießen wollen, das geht sowieso nicht, weil da ein dicker Dings vor war. Jetzt hau die da um und dann ist... Ich bin noch verkuppelt. Ach. Flups. Das reicht auch nicht. Oh. Nice. So, Giftresistenz dran. So, warte mal, halt dich mal nicht. Warte, ich muss erstmal rangehen zu dir. Und dann Wunden heilen. Oh ja. Nett. Wie oft kannst du das machen? Alle 20 Runden. Okay, das ist eher so ein Notfallzug-Dingsbums, glaube ich. Wow, krass, das ist ein bisschen übertrieben gerade, ehrlich gesagt. Wir können übrigens den Stab des Pergamon, glaube ich, guten Gewissens abliefern. Der macht 27 bis 45 Feuer. Warte mal, der hat ja noch. Der macht kurz die Zug. Also, mein Eisenluftstab der Gelehrten ist besser. Ah. Okay. Aber das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass die Ausrüstung von alleine abgelegt wird, wenn man zu wenig Ausdauer hat. Hab ich noch was abgelegt? Was machen wir denn mit dem stinkenden Taschentuch? Ich weiß es nicht. Aber ich schick dir mal kurz beide das Bogen, weil der hat schon wieder Schaden genommen. Du bist doch mal so gut im Reparieren. Ja, damit. Wie schalte ich denn nochmal durch die Aktionsleisten? Na unten, an diesen kleinen Pfeilen an der Seite. Ach da. Kann ich mir nämlich hier mal so ein bisschen den Spieler... Wir haben ja den Kommandanten umgebracht, nicht den Bürgermeister. Gut gemacht. Ja, aber ich will jetzt dem Bürgermeister seinen Stab geben und das funktioniert nicht, wenn er tot wäre.
Kannst du dich ja schon mal hin teleportieren? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich lauf schon. Ach so. Hat Bayotte ihren Bogen schon wieder im Inventar? Schicke ich hier gleich. Muss so dringend mal Pfeilspitzen bauen, fällt mir so auf. Ist das hier die richtige Bude? So, ja, senden an Bayotte. Brunhilde, so ist mir jetzt. Wenn du schon mal hier bist, kann ich nämlich gleich mal gucken, ob ich den Hund hier noch finde. Den haben wir doch umgebracht, oder nicht? Haben wir den umgebracht? Ja, aus Versehen. Da ist doch so ein Boom-Skelett erschienen und dann ist es zwar doof. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir für das Vieh geladen haben. So, ich rede jetzt einfach mal mit dem Bürgermeister. Hallo, Bürgermeister. Haben wir nicht. Irgendjemand will Victorias Tod. Erzählt mir von Victoria. Oh, wo ist denn das hier? Was wisst ihr über eine Person namens Bracus Rex? Ich nehme an, bla bla bla, Geschichte, ist wie ja nicht so, und das, bla 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 bla. Ich habe mich dem Fantastischen 5 angeschlossen, sie haben einen Auftrag erwähnt, was? Wartet hier, ich hole meinen Imkeranzug, was? 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 Ach, die ich weiß welche, die Fantastischen 5 waren, glaube ich, die wir mal gerettet haben, unten bei Aho seinen Funkensprüher-Dings da Bumster. Ah, ich erinnere mich. Jetzt habe ich nur auf angesprochen, jetzt, bla bla bla, sie haben mich informiert darüber, dass sie die Höhlen von allen Untoten befreit haben, also habe ich für sie versprochen, ihre Belohnung gegeben. Sie haben gerade die Stadt verlassen, der Rest der Welt muss auch noch gerettet werden. Sie sind wirklich fantastisch. Die haben uns also eiskalt abgezogen. Ich habe eure Katze kennengelernt, Maxine. Maxine, was um alles in der Welt so? Ach, ihr meint den Köter, der hier immer rumschleicht, was? Ich habe seit Monaten verbracht, diesen nutzlosen Hund das Apportieren beizubringen, aber er starb mich immer nur an, als wäre ich ein Idiot. Von wegen der beste Freund des Menschen. Ich mochte Katzen schon immer lieber. Oh, der Bürgermeister ist blind. Die weiße Hexe. Oh, sie ist ein liebes Mädchen, das ist sie wirklich. Sie hat eine kleine Hütte im Lukala-Wald, nicht weiter nördlich von hier. Sie kommt zwar nicht oft nach Tisa, aber gut zu wissen, dass sie an der Grenze aufpasst. Ich hoffe, sie ist nicht in diese hässliche Geschichte von den Ratsmitgliedern verstrickt. Der Bürgermeister ist irgendwie nicht die hellste Leuchte, oder? Ich gebe ihr mal den Stab des Pergamon in die Hand. Was? Ihr habt es gefunden? Oh, das sind großartige Neuigkeiten. Also, wo ist es? Hier, der Stab des Pergamons. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir. Der Stab ist scheiße, wir wollen den nicht haben. Der ist kacke. Der kann nichts. Aber nicht, dass wir den irgendwo anders noch abgeben müssen. Na, wo dann kommen wir einfach den Bürgermeister umbringen. Ja. So. Allein schon der Gedanke, wir können doch einfach den Bürgermeister umhauen. So, das war's dann auch schon mit dem Bürgermeister. Tschüss. Until we meet again. So, dann können wir ja eigentlich riften, oder? Ach ja. Okay, resolut, Tür zugemacht, alle klar. Wo war das? Das Ende der Zeit, ne? Oh, ich hab Brotbackbücher vor. Ich hab Brotrezepte freigeschaltet, das ist ja schön. Nice. Ja, das Ende der Zeit, wo ist denn das überhaupt? Da. Warte mal, ich rede mal ganz schnell. Achso, wir gehen ja weiter sammeln. Mit wem wolltest du reden? Nee, schon gut, ich wollte was verkaufen. Achso. Ich wollte nur was verkaufen. Der Bürgermeister hat eh kein Geld im Inventar, also kaum, glaube ich. Hm. Das Geld haben wir alle, aber. Ach so. Ja, ich habe ja vorher. Wem habe ich denn? Ah, da seid ihr ja. Es hat euch Ehren gekostet, die wir nicht haben, um hierher zu kommen. Was? Ich wurde vor Aufregung schon ganz blau im Gesicht, im positiven Sinne, euch erzählen zu können, was ich erfahren habe. Ihr erinnert euch an die Naturgäste, die ihr gesehen habt? Ich denke, ich weiß, wer sie ist. Okay, bevor ich was mit Zickzack mache, ich handle erstmal kurz. Naja, nichts. Weiter. Wisst ihr, ich saß da und sah der Weberin beim Weben zu und dann, ganz unversehens, erschien die Geschichte des Geistes auf dem Bilderteppich. Hört also zu, Freunde der Zeit, hört zu, hört denn, ich habe gesehen. Oh. In Rivalon's earliest days, man and gods lived in perfect harmony. The goddess Astarte lent her beautiful regenerative power, called Source, to all the realm. There was no injury Source could not mend, no illness it could not heal. But Astarte's curiosity was piqued by a forbidden box within her garden. Spurred on by her playmates, she determined to peek inside. But when she lifted its lid, what she saw was nothingness, an all-consuming void that had been contained in hopes that it would never infect Rivalon. Astarte had called forth the Void Dragon, whose sole purpose was to undo all creation. Immediately aware of her mistake, Astarte grabbed hold of the demon and hurled it and herself into a faraway dimension. Here she has battled this dragon for all eternity. Since that terrible day, Source has been tainted by the presence of the Void. A once beautiful power has become corrupted, and those attempting to wield it often go mad in the process. Ja. Okay.
Jetzt haben wir eine Story erfahren. Huh, wir haben Astarte kennengelernt. Schön. Und jetzt? Wir haben trotzdem noch einen Raum freigeschaltet und ich versuche nochmal mit Zigzag zu reden. Vielleicht hat er irgendwas Neues noch. Talk to him. Huh, elementare Statue. Ich grüße euch, ehrenwerter Meister des Hauses. Ich bin der Hirte der Elemente. Ich kontrolliere die Art, auf die sie eure höchste majestätische Präsenz strömen. Wenn es euch also beliebt, dann fähig mich in der Elementaraspekt eurer Wahl, wird sich aufs Neue in dieser heiligen Halle niederlassen. Ich möchte ein Feuerelementar haben. Und du so? Ja, Feuer ist gut. Und was macht das? Ist es definitiv eure Wahl? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, Wille geschehe. Das hat er wahrscheinlich keinen Blitz mehr in der Hand, sondern Feuer oder was? Nee, er hat ja sowieso alles in der Hand. Guck mal, er hat dann links, rechts hat er Feuer, Wasser, Blitz hat er und ich weiß gar nicht, wo hat er denn das? Wo steckt denn das ein Drittel? Nee, was macht denn jetzt? Ist nur ein Feuerbecken. Hä? Ja, was macht denn das? Wir haben noch sowieso einen neuen Raum freigeschalten, oder nicht? Welcher ist denn das? Hall der Helden kennen wir schon. Was ist denn das hier zur inneren Kammer? Waren wir da schon mal? Ich geh mal rein. Ach, ich teleportiere einfach der. Oder ja, hier war's schon. Ach stimmt, ja, hier stehen die Leuchter, die sind recht auffällig. Aber hier müsste aber irgendwo auch eine Truhe sein, wo du theoretisch dein Zeug auch weglagern kannst. Das ist die letzte Truhe. Die letzte Truhe. Wenn ihr glaubt, dass ihr würdig seid, meine Schätze zu plündern, so müsst ihr es erst beweisen. Findet meine vier Schwestern nicht mehr als eine in jedem der vier Reiche eurer weiten Welt und ihr werdet nach und nach herausfinden, wie ich geöffnet werden kann. Ah, ich habe das Portal zur Halle der Flammen gefunden. Bei den Göttern, was für eine hellische Hütze. Das fühlt sich an, als ob man im Herz der Sonne gelandet werden würde. Okay. Ach, das ist Astarte. They glow with a brilliant flame, your grace. Was macht Astarte hier? Sieht ziemlich sexy aus, aber auch ziemlich dreckig. Nee, das sind Tattoos. Ja, Ich level 30. Was sagt denn der Feuerelementar? Der Feuerelementar sagt, ihr, was für ein strahlender Glanz von euch ausgeht. So stark, dass ihr selbst meinesgleichen verbrennt. Finde ich. Aber das ist wahrhaftig nicht leicht. Sehr eindrucksvoll. Ja, sehr eindrucksvoll. Was? Ach, der Feuerelementar hat übrigens Feueressenzen im Angebot. 5000 Gold, das ist für dich vielleicht interessant. Feuerpfeile? Oder endlich viele? Oder nur ein? Nein, ein. Und er hat Meteorschlag. Was ist denn das? Was? Level 18? Uiuiui. Der hat auf jeden Fall die guten Bücher im Angebot. Flächenbrand. Da ist der scheiß Feuerball, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich raste aus. Helfende Hand? Was ist das denn? Hilft denn dir gestangen Feind hoch und schlagt deinen brennenden Freund die Flammen hoch aus? Aha. Ich kaufe mal das Buch des Feuerballs, weil irgendwie finde ich das irgendwie ganz cool zu haben, wenn wir mal wieder was begegnen. Was ist denn jetzt das Feuerball hier? Feuerball? Da. Das ist leider nur der kleine Feuerball. Habe ich noch was? Aber den Typen kannst du auf jeden Fall erstmal auch nicht was verkaufen. Der müsste gleich noch ein bisschen mehr Gold haben. Ja. Ich bin... Aber was ist hier über Feuermagie? Was ich weiß, ja, ich lebe in Feuermagie und sie lebt in mir. Eine bessere Frage wäre, was möchtet ihr denn gerne wissen? Achso, dann handelt man mit ihnen. Okay, gut. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Nun, ich bin ein Soldat des Feuers. Passt diese Landschaft nicht äußerst gut zu mir? Seit einer Ewigkeit lebe ich schon hier. Seit dem ersten großen Frieden, als die Welt, wie ihr sie kennt, zum ersten Mal sicher wurde. Ein großer Anführer hat uns eingeladen. Ich glaube, ja, es war sicher ein Anführer. Die Einzelheiten, ehrlich gesagt, zerfallen wie Asche, wenn ich versuche, sie zu fassen. Doch der Glanz dieser Zeit hat mich nicht verlassen. Sieg, ein loderner Sieg, schmückt unser Häupter wie eine Krone und glorreiche Flammen. Sicher versteht jemand, der so strahlend wie ihr, genau, was ich meine. Ich bin dann mal weg. Okay, hallo, also, Feuermann. Das war, glaube ich, das Element, wofür man uns entschieden hat. Ah, das vermute ich auch, ne? Weil Feuer und so. Hätte auf jeden Fall deinen eigenen Hund? Ja, wir haben Wolf getötet, Mann. Ach so. Das lese ich jetzt erst. Ich bin noch mal ein bisschen langsam, was sowas angeht. Ja, toll. Ich kann dir nicht so viel verkaufen. Also, der hat auch. Also, ich habe zu viel Kram im Inventar. Der hat 5000 Gold bei! Ja, aber. Wie zur Hölle kannst du das. Ich nehme die Feueressenz doch mit. Ja, aus der kann man Feuerbücher machen. Oder ich glaube Feuerpfeile. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es genau war. Ich bin scheiße. Brauchst du noch irgendwas? Nee, ich habe das Feuerinventarbuch habe ich schon mitgenommen. Nicht mal das kann ich gerade lesen, weil ich Pyrokinetik nicht weiterleveln kann. Weil ich keine Levelpunkte habe. Ich brauche noch hier gerade ein bisschen mein Inventar. Das ist doch mega unordentlich gerade. Oh, das geht sogar. Cool. Ich kann den Rucksack von anderen Char offen halten und dann von dem, also von dem jeweils vom anderen Char das Zeug wieder rüberschieben. Das ist praktisch. Okay. Was habe ich jetzt alles hier? Ich meine, wenn du hier gerade am rum bist, du ja nicht fertig, was du da gerade machst, weil ich mache ja nicht gerade nur Zeitverschwendung, indem ich Zeug durch die Gegend schiebe.
Was ist das hier noch? Ach, Waffenknecht hat er auch noch. Gut. Waffenknecht? Ach so, ja, der hatte noch irgendwie so Löschenzeug und so. Hat er auch noch mal ein Angebot. Das konnte ich nicht benutzen. Deswegen habe ich das gar nicht weiter angeguckt. Ich werde hier gerade alles los, Mann. 17.000 Gold. Was? Achso, du holst jetzt alles, was er im Angebot hat, oder was? Na, so ein bisschen was, ja. Sei nicht zu gierig, nimm nur das, was du brauchst. Denk dran, wir finden ab und zu mal Bücher. Und wir ärgern sich wieder wie Hulle, wenn wir so wie beim letzten Mal wieder um so ein scheiß Buch finden. Ja, ich weiß, aber... Ich kann mich noch erinnern, wo ich dieses dumme Feuerelementarbuch gefunden habe. Und dann haben wir das eine halbe Stunde lang später gefunden. Da habe ich auch geflucht, innerlich. Ich gehe nochmal kurz zur Halle der Helden, gucken, ob ich da noch was Tolles machen kann. Achso, stimmt, in der Halle der Helden. Da haben wir alle Stühle hochgestellt. Und hier steht Wolraf rum. Das ist ja schön. Warum glänzt Wolraf eigentlich so? Wer ist er hier? Jan Smiten? My friend returns. Achso, da kann man Söldner anwerben. Ja, gut. Until we meet again. Jo, die Halle der Helden war jetzt, ich sag, nicht so unfassbar überraschend. Du bist immer noch am Handeln? Ich bin gleich fertig. Sekunde. Haut er alles so, raus. Ich kann dann das Zeit mal das Quest-Tagebuch durchlesen, was wir noch alles machen müssen. Ah, siehst du, der kopflose Nico, haben wir da eigentlich irgendwelche tollen Ideen gehabt? Nee, ich glaube nicht. Also mir fällt zumindest gerade nichts ein. So, dann schicken wir dir mal ein bisschen was rüber. Send in an Lilith. Oh, Aureus hatte uns noch einen Auftrag gegeben, dass wir nach irgendwelchen Legionären an der Kirche gucken sollten. Naja. Ach naja, Aureus, ne? Der ist ja irgendwie durch einen merkwürdigen Zufall ist er ja gestorben. Ja. Wir können noch nach den Legionären, die gegen das Ausfehl geschlagen sind. Moment, können wir noch was gucken? Ach, der berühmte... Der Geist von Nemris. Kann ich irgendwo nochmal die Bücher nachlesen? In geordneter so Reihenfolge? Nee, leider nicht. Ich glaube übrigens, Gold sollte... Entschuldigung, ich unterbreche, kein Problem sein. Ich habe immer noch 18.000. Ja, ich habe nur 5.000 Momente, aber... Dadurch, dass du immer die meisten Rüstungen und Waffen identifizierst und dennoch behältst, ist irgendwie relativ klar, dass du das meiste Gold hast. Habt ihr übrigens gerade auch noch was geschickt, ja. Achso, also ich hab... Och, nö, hast du nicht. Ich hab 5.000 Gold, immer noch. Nee, also ein Fertigkeitenbuch. Achso, noch eins? Meteorschlag, ja. Das ist Level 18. Wann stellst du dir vor, wann ich das lernen soll? Na, mit Level 18. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Ich hab das nämlich auch gesehen, dachte mir so, naja, das kannst du auch später nochmal kaufen, das wirst du jetzt so schnell nicht brauchen. Aber jetzt haben wir es doch. Na gut, das heißt, wir sind jetzt fertig. Wir könnten dann also quasi woanders hin. Ja, wir könnten so langsam ins zweite Gebiet eigentlich. Ja, dann machen wir das. Dafür gibt es, glaube ich, irgendwo auch ein Portal. Wahrscheinlich das Portal im... Ja, welches nehmen wir denn da? Straße nach Silbertal? Kann oh, durchaus. Hört sich gut an. Ich muss meine Gefährten einsammeln. Ja, gut. Hey, warte mal. Was denn jetzt? Warte mal. Ich habe mich zu dir teleportieren. Das war nicht Überschwert, sondern Überschwert des Arztes von Madoka. Achso, nee, ist gut. Was machst du denn? Also ich habe mich zu dir teleportiert. Weil ich konnte ja, nicht. Nee, ich hatte meine zweite Aktionsleiste aktiv und habe mich gewundert, wo diese komische Teleportationspyramide ist. Dabei war sie in der ersten Leiste. Achso. Ja, schmeiß das Ding am besten weg, die brauchen wir eh nicht. Was? Ja, ich hätte gerne irgendwie, dass die Leiste einfach länger ist, weil ich hab überhaupt keinen Bock hier nur zwischen den Leisten hin und her zu drücken, weil ich habe mittlerweile 3 Stück voll. Oh, oder ja, dass man nicht zwei hätte, das wäre auch gut. Ja, wenn die einfach so nebeneinander wären, das würden wir schon. Du hast ja 5, aber. Ist so nebeneinander halt und so, ne? Ist das, aber wir können ja nicht direkt hier quasi einen Cliffhanger machen bis zum nächsten Mal wieder, weil wir sind jetzt bei 18 Minuten, das macht ja auch keinen Sinn mehr jetzt noch hier. Weißt du, machen wir. Tschüss. Tschüssi! Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wind Theorien ist hin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!